Hier ist Mana TV mit den Tagesthemen. Guten Tag und willkommen zu den Mana News. Die Tests für Uldua sind seit dem 7. Dezember verfügbar. Hierfür könnt ihr euch eure eigenen Charaktere auf dem PTR kopieren und euch beim Händler in Dalaran ausrüsten. Um die Tests zu erleichtern, kann man von Anfang an alle Teleporter nutzen, um die jeweiligen Bosse schneller zu erreichen. In der Live-Version wird das natürlich nicht der Fall sein. Es erscheinen alle Bosse in ihrer ungenervten Version, sodass der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu Naxxramas deutlich angehoben wird. Dazu kommen natürlich noch die Hard-Modes, welche ihr je nach Boss auf eine bestimmte Art und Weise aktivieren könnt. Bei Mimiron müsst ihr zum Beispiel nur einen roten Knopf an der Wand drücken, wodurch er nach 10 Minuten in einen Enrage geht, mehr Leben hat und deutlich mehr Schaden macht. Zusätzlich spawnt in einer bestimmten Phase Feuer am Boden, welchem ihr ausweichen müsst. Bei Thorim müsst ihr es schaffen, diesen innerhalb 3 Minuten über den Seitengang zu erreichen, wodurch seine Frau Sif nicht verschwindet und ihn beim Kampf unterstützt. Sie kann dabei nicht angegriffen werden und macht Schaden auf den Raid. Zusätzlich hat Thorim 25% mehr Leben und macht außerdem 25% mehr Schaden. Es gibt natürlich diverse andere Hardmodes, auf welche wir in einem späteren Video eingehen werden. Wenn ihr den jeweiligen Boss im Hardmode besiegt, bekommt ihr zusätzlichen Loot, welcher eine höhere Gegenstandsstufe aufweist. Im normalen Modus scheint jeder Boss mit einer eingespielten Gilde und etwas Vorbereitung sowohl im 10er als auch im 25er Modus nach spätestens ein paar Tries legbar zu sein. Ganz anders scheinen hier aber die Hardmodes zu laufen. Der YouTuber und Streamer Crix beschreibt zum Beispiel in einem Video, dass sie mit ihrer Hardcore Progress Gilde Fusion alleine am Hardmode von Mimiron 13 Stunden auf dem PTR beschäftigt waren. Auch bei dem Boss Versammlung des Eisens hat es 4 Stunden und insgesamt 25 Puls gedauert, bis dieser im Dreck lag. Es steht natürlich außer Frage, dass Uldur nicht am ersten Abend samt Hardmodes geklärt wird, allerdings könnte es mit diesem Schwierigkeitsgrad zu der ein oder anderen Überraschung im World First Rennen kommen. In diesem Rennen um den ersten Platz müssen alle nicht optionalen Bosse in deren Hardmodes gespielt werden. Wer sich das genaue Regelwerk von Warcraft Logs mal anschauen möchte, dem verlinken wir es in der Beschreibung. Außerdem wurden die Items mit dem vermutlich finalen Item-Level und Stats, welche Algalon droppt, veröffentlicht. Hierbei gibt es in der 10er Variante Ausrüstung mit einer Gegenstandsstufe von 239, sowie im 25er Modus ein Level von 252. Dadurch befinden sich die Gegenstände auf Hardmode-Niveau. Die rauschenden Reisen, also der 50% XP-Buff, kommen zurück. Um hier bei Blizzard zu zitieren, die Wege Nordends sind eisig und voller Gefahren. Um euch beim Fortsetzen eurer Abenteuer in Wrath of the Lich King Classic zu helfen, erhalten Spieler den Stärkungseffekt Rauschende Reisen, welcher die erhaltene Erfahrung aller Spieler bis Stufe 80 um 50% erhöht. Spieler können den Erfahrungsbonus bei jedem Gastwirt in den Hauptstädten und in Dalaran aktivieren oder deaktivieren. Der Erfahrungsbonus Rauschende Reisen ist vom 13. Dezember bis 16. Januar 2023 aktiv. Solltet ihr also noch einen Twink nachziehen wollen, dann habt ihr hier die perfekte Möglichkeit. Wobei das Ganze dank Erbstücken, Kaltwetterflug sowie dem Erholungsbonus jetzt schon relativ zügig vonstatten geht. Das Enddatum, also der 16. Januar, könnte außerdem ein Hinweis auf das Erscheinen der zweiten Phase sein. Demnach wäre es gut möglich, dass Uldua am Mittwoch, dem 18. Januar, auf die Live-Server kommt. Wir verlosen mal wieder 30 Tage Spielzeit. Um mitzumachen, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, lasst uns ein Abo da und schreibt in die Kommentare, warum ihr euch speziell auf Uldua freut. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin in Wrath of the Lich King und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.